Herzlich willkommen zum Unboxing der Anime-Serie Space Dandy auf Blu-ray. Dies sieht nach einer Komplettbox aus, aber dabei, also die Box, die gibt es quasi zur ersten Blu-ray der Serie und wir haben einfach alle anderen Serien-Blu-rays auch noch mit da reingetan. Deswegen sieht das jetzt so vollständig aus. Space Dandy erinnert nicht umsonst sehr stark an Cowboy Bebop, ist allerdings ein bisschen verrückter und bunter. Und ja, also ich als Cowboy Bebop-Fan kann mich damit auch nur schwer anfreunden, weil die Charaktere nicht so markant sind wie halt in Cowboy Bebop. Es ist halt was ganz anderes, also es ist so, als ob ein Elvis-Imitator durchs Weltall fliegt und selber nicht weiß, was er da überhaupt machen soll. Aber, also die Gags, die sind sehr cool und ja, es ist alles sehr zeitgemäß. Beziehungsweise, ja, das Visuelle ist einfach fantastisch, ja. Also, so klare Animationen, die habe ich eigentlich noch auf keiner anderen Anime Blu-ray gesehen. Es hat auch eine sehr junge Produktion von 2014. Und erinnert, wie gesagt, an Shinichiro Watanabe, der eben auch bei einer Episode Regie führte. Und ich glaube, er hat es auch produziert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist halt schon auch sehr, sehr ähnlich. Also selbst der Vorspann, der hört sich halt so ähnlich an. So, aber ich will das Ganze jetzt unboxen. Und da hole ich einfach mal diese Armoury-Hüllen raus aus der Box. So, und packe die jetzt einzeln hier drauf. Auf den Drehtisch. Beziehungsweise Drehteller. So, also das Innere. Also hier seht ihr halt auch im Hintergrund, das ist eindeutig ein Wendecover. Hier gibt es halt auch nochmal Werbung und noch mehr Werbung zu den ganzen Anime-Serien von Kasi. Und ja, also hinter der Scheibe befindet sich auch nichts Besonderes. Das ist also die erste Blu-ray-Disc und ja, auf jeder Disc sind insgesamt, naja, stimmt nicht ganz. Also auf der ersten Disc sind 4 Episoden, auf der zweiten Disc sind nur 3 Episoden. Die dauern halt plus 20 Minuten ungefähr. Das ist also ein sehr kurzes Vergnügen. Aber wie gesagt, also das ist, die Animationen sind halt unglaublich cool und sehr, sehr schräg. Ja, das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Obwohl da halt auch regelmäßig lieblich aussehende Anime-Häschen auftreten. Und Dandy auch selbst über sexy Hintern und sexy Brüste referiert. So, hier scheint es noch ein Booklet zu geben. Das wäre mal cool. Regisseur Shingo Natsume. Ah ja, die Welt der Ramen. Das ist, glaube ich, die zweite Folge. Der erkundet Space Dandy hat die Welt der Ramen. Und das intergalaktische Vergnügen, eben so spezielle Space Ramen zu essen, die aus einer anderen Dimension sind. So, hier ist auch nochmal das Geld. Sieht so ein bisschen nach dem Euro aus. Ja, cool. Und auch hier ein Wendecover. Disc 3 beinhaltet ebenfalls 3 Episoden. Sieht so aus. Ja, auch das gibt es separat zu kaufen.
Und ja, das trifft es eigentlich auch. Also es steht auch hinten drauf, dass es eine Nonsenskomödie ist. Also erwartet nicht allzu viel Logik. Noch hier gibt es im Inneren ein Booklet. Ja, was sich näher mit dem Schiff befasst, beziehungsweise mit dem Designer davon, Thomas Romain. Ja, das finde ich auch sehr cool. Also das Schiff der Antagonisten. Das hat sowas Sadistisches an sich. Ja, die Freiheitsstatue trägt ein Knebel. Ja, und der Stil, der gefällt mir halt auch sehr, sehr gut. Als Anime-Fan. Boobies. Genau. Das ist eben die Spacebar, in der sich Space Dandy immer mit allen möglichen Aliens trifft. Also die jagt halt Aliens, warum auch immer. Also neue Alien-Rassen. Und ja, das hier sind halt die Kellnerinnen. Also hier erkennt man halt auch, warum insbesondere Männer da so gerne hingehen. Ja, also nur mal Schaustellen. Ja, es gibt ja auch schon einige gute Gründe. Und es ist nicht zwingend das Essen. Gut, so viel dazu. Und die Disc 4 enthält ebenfalls nur 3 Episoden. Ja, sieht schon ein bisschen melancholischer aus. Das Covermotiv. Und auch das Babe auf der Rückseite. So zum Inneren. Hier mal das Booklet. Shingo Takeba. Design. Aha. Noch ein paar Szenenbilder, beziehungsweise das Main Artwork. Ah ja, und hier noch eine kleine Knobelei. So, jetzt gucke ich nochmal, ob es in der ersten Disc auch wirklich kein Booklet gab. Nicht, dass ich das irgendwie aus Versehen entfernt habe, aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Also war es das jetzt von mir und ja, wie gesagt, und das war es jetzt von mir. Ich sage bye bye und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video. Ciao!